Ja, hallo, liebe Fans der leichten Bauunterhaltung hier bei Urban Transport Tycoon, neue Folge. In der letzten Folge haben wir ja diese tolle Erzbahn hier gebaut, die hoffentlich ein bisschen Geld uns einbringt. Und hier sind die Gegner, die haben eine Kohlestrecke gebaut. Wo kommt denn die Kohle her? Mit Bahnübergang. Also da kann es sein, dass wir dort bald mal einen Unfall haben. Oh, hier liegt aber viel Kohle drin. Interessant. Eigentlich könnte man das. Kann man das irgendwie nutzen, die Strecke, die hier gebaut haben? Nein, leider nicht. So, und wir wollten jetzt, glaube ich, hier eine Verbindung machen von hier nach hier, irgendwann später. Das ist natürlich blöd, wie wir den Bahnhof gebaut haben. Aber das werden wir dann sehen, wie wir das Problem lösen. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Wir wollten mal schauen, was wir als nächstes bauen hier. Ob es hier noch irgendwo so viel. Verzeihung. Ich bin immer noch ein wenig erkältet. Bitte seht mir das nach. Mal schauen, ob wir hier irgendwo noch Subventionen kriegen. Ach hier, das ist doch hier. Das ist gleich mal unsere Strecke. Da blockieren wir den Gegner mal ein bisschen hier. Das ist immer ganz fies. Da kenne ich ausnahmsweise mal nichts. Machen wir dem Gegner doch einfach hier direkt Konkurrenz, aber wir gucken uns erstmal hier die Subvention an. Düne. Nee, machen wir nicht. Der Ertrag von Fahrzeug 2 lag im letzten Jahr bei Minus. Ach, das ist der Bus. Naja, das ist in der Anfangsphase, ist das normal, dass die Busse hier Minus machen. Das gibt sich dann aber mit der Zeit. Wenn die Städte größer werden, ist das dann kein Problem mehr später. Bäume stören mich hier ein wenig, aber damit müssen wir jetzt leben. Immerhin geht es hier darum, dem Gegner ein bisschen das Wasser abzuschneiden, indem die gar nicht erst dazu kommen, die Kohle da wegzubauen. Ah ne, das war der falsche, den wollten wir ja machen. Kohle. Halt, das war einer zu viel. Und jetzt noch nicht vergessen, das auf Kohle umzurüsten. Ab dafür. Hier könnten wir auch noch eine Verbindung herstellen. Das liegt ja fast schon auf der Hand, Emsberg und Fulda an der Donau anzubinden. Vor allem aus dem Grund, weil Fulda natürlich auch in der Realität an der Donau liegt, natürlich nicht. Aber trotzdem, die Namen sind ja zufallsgeneriert aus Bestandteilen Emsberg, also Ems und Berg zum Beispiel, oder solche Namen wie an der Donau. Hier ist noch Oberfurt an der Donau, obwohl hier kein einziger Fluss in der Nähe ist. Ja, das ist einfach hier so. Muss man einfach akzeptieren. Aber das macht jetzt auch nichts. So, wie geht's Ingolsmünster? Haben immer noch so wenig. Freiberg ist mittlerweile schon recht gewachsen hier. Und dort warten auch eine Menge Passagiere. So, jetzt haben wir etwas Geld. Ich denke, wir sollten das hier machen. Wir sollten hier echt die Verbindung herstellen. Dazu müssen wir leider das Depot abreißen. Weil ich dann nämlich hier nördlich anbauen möchte. Das wird erstmal nur eine eingleisige Strecke, weil dort erstmal, weil ich da erstmal nur plane, einen Zug fahren zu lassen.
jetzt hier rüber. Oh, ist auch so teuer. Da reißen wir lieber weg und bauen hier drüber. Das können wir hier so lassen, würde ich sagen. Jetzt müssen wir hier über den Berg bauen. Ich schlage vor, wir versuchen irgendwie hier drüben dann einfach geradeaus drüber vielleicht. Von hier. Dann geht das hier schon wieder runter. Ich glaube, da waren wir ein bisschen zu weit. Aber gut. Wie gesagt, eine Optimierung dieser Strecke ist dann später nur noch eine Geldfrage. Wir kriegen ja nach und nach jetzt hier das Geld in die Kasse. Und da ist das ja gar kein Problem. So, das ist jetzt unsere Verbindungsstrecke. Die werden wir dann später vielleicht auch noch zweigleisig ausbauen für Stahl. Ne, jetzt war ich bei Öl. Stahl wollte ich. 80. Und eine Lok davor. Und das kommt in die Fabrik. So, jetzt können wir den losfahren lassen. Hier kommt auch schon der Zug für das Eisenerz. Ich glaube nicht, dass der gleich voll wird. Wir werden einfach mal schauen. Das sehen wir ja. Ups, falsches Fenster. Das sehen wir ja dann hier bei der Frachtbegutachtung. Doch, der ist voll geworden. Oder? Ja, sieht ganz so aus und jetzt fährt er einfach hier die Strecke lang. Der müsste eigentlich auch recht viel Geld bringen, glaube ich. Wir beobachten den einfach mal hier oben in unserem Fenster, dann sehen wir das dann direkt. Oh, jetzt kommt ja das Geld rein. Jetzt kommt hier ein bisschen das Geld rein. Das ist gut, wenn wir zurückzahlen können. Die Zinsen konnten wir ja schon um 3000 verringern hier im Vergleich zum letzten Jahr. Was bauen denn die Gegner hier? Wiesbaden Zentrum. So ganz schlau muss man daraus, glaube ich, nicht werden. Aber wie gesagt, so schlecht ist das nicht und mehrere Firmen eine Stadt anfahren. Oh. Ist ein UFO gelandet. Beziehungsweise hat ein Auto zerstört. Es war zum Glück nicht unseres, sondern eins von den Gegnern. Ja, das ist eine von den Katastrophen, die es hier in dem Spiel gibt. UFOs gibt es zum Beispiel. Oder, wollten wir denn jetzt bauen? Hier oben, ne? UFOs gibt es oder ein Bergwerk, eine Bergwerkkatastrophe, da bricht dann der Stollen ein. Oder irgendwelche Angriffe auf Fabriken gibt es zum Beispiel oder auf Ölraffinerien. Also hier wird schon sabotiert, was das Zeug hält in diesem Spiel. Oder da bauen wir in Wiesbaden halt auch mal unsere Haltestelle hin. Was transportieren die denn dort? Waren? Kann das sein? Machen Gegner sowas? Warentransport? Ach Mist, jetzt habe ich den Zug weggeklickt.
Da wollten wir gucken, was der uns einbringt über diese lange Strecke. Ach, da ist er gleich da. Das gucken wir uns noch an, schlage ich vor. Und dann, ja, Lübeck. Da könnte man eigentlich noch einen Personentransport bauen, der die gleiche Strecke befährt. Das werde ich mir mal merken. Aber erstmal gucken wir, was der hier einbringt. Ja, 58.000 Mark, da gibt es nichts dran auszusetzen. Das nehmen wir gerne an, um unsere Schulden wieder etwas abzubezahlen. Und ja, ich verabschiede mich bei euch hier aus Querhorst und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.